Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Das ist den Südkurven-Sound, den wir heute brauchen, logischerweise. Wir haben ja ein bisschen was zu feiern. Der FC hat sein erstes Saisonspiel 3-1 gewonnen. Wir wollen natürlich mit unseren Gästen darüber reden und wir haben natürlich auch einen Augenzeugen, der kann sogar vom Platz berichten. Der hat auf dem Platz gestanden, hat sich einer Welle der anderen entgegengesehen, des VfB Stuttgart, aber sie haben standgehalten da hinten, unsere neue Innenverteidigung. Einer davon ist hier, unser FC-Spieler heute, Dominik Heinz. Hey! Ich wollte das von der Ansage schon so machen, dass wir heute zwei Olympiasieger hier haben. Einen, der es schon geworden ist und der andere, der es nächstes Jahr noch wird. Da reden wir natürlich gleich drüber und dann kannst du bestimmt noch ein paar Tipps holen von unserem nächsten Gast. Der ist zwar auf der einen Seite beinharter FC-Fan, aber er ist natürlich unser Beachvolleyball-Olympiasieger, der olympische Moment 2012, Jonas Reckermann. Hey. Dominik, bevor wir über Fußball reden, ich denke, diesen einen kleinen Moment, das ist zwar schon 3 Jahre her, aber ich glaube, das ist was für die Geschichtsbücher gewesen. Hast du das damals im Fernsehen gesehen, als er dann mit seinem Partner Julius Brink gemeinsam das Ding geholt hat? Ja, ich habe das Finale geguckt. Ich gucke eh gern Beachvolleyball und natürlich dann bei Olympia ist was ganz Besonderes. Und dann noch natürlich zwei Deutsche im Finale und das haben sie dann wirklich echt gut gemacht. Haben zwar auch ein bisschen zittern müssen, aber zum Schluss haben sie es gut gemacht. Und natürlich für Deutschland und für sie persönlich Olympiasieger zu werden, ich denke, das ist für die Größten. Sie haben uns bei DM einen Vortrag gemacht über die Momente, wie das ist bei Olympia. Und ich hatte wirklich Gänsehaut bei dem Moment. Also ich denke, da geht wirklich nicht viel drüber. Und von daher denke ich, kann er das ganze Leben mitnehmen. Und ist auch schön für ihn. Ist ja wunderbar. Kannst du mir gleich noch einiges erzählen vielleicht, wie das dann nächstes Jahr, ein paar Tipps geben, wie man das dann auch spannend gestaltet, wie ihr das ja auch geschafft habt und trotzdem noch dabei zu gewinnen. Apropos gewinnen. Der 1. FC Köln gewinnt in Stuttgart 3-1. Ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir freuen uns trotzdem alle noch wie Bolle. Die Tabelle könnten wir am liebsten einfrieren. Oben so, unten so. Also von daher können wir es gerne so lassen. Wollt ihr wissen, was ich meine? Jetzt weiß man ja vorher nie genau, wo man steht. Jetzt habt ihr dieses Spiel gehabt und ich meine, es war ja ein ganz spezielles Spiel. Es ging ja wirklich auf und runter, meistens sehr viel rauf, sehr viel bei euch gewesen. Wie bist du anschließend rausgegangen? Boah, ist das geil und ist das ein irres Tempo oder habe ich mir schwerer vorgestellt? Nee, ich habe mir es wirklich so vorgestellt und fand es auch richtig geil. Ich denke, das wollen doch die Leute sehen, dass es so ein temporeiches Fußballspiel gibt. Ich denke, wir hatten auch unsere Chancen. Ich denke, wenn Matze den in den ersten 5 Minuten reinmacht, den Postenschuss, wenn der reingeht, dann läuft das auch vielleicht noch ganz anderes Spiel. Und die Stuttgarter spielen das Pressing, was die Leipziger spielen. Das hat der Zorniger Damm hat es da mitgenommen. Und von daher machen das, glaube ich, nur wenige Bundesliga-Mannschaften so ein Vorchecking. Von daher haben wir das als ganze Mannschaft gut verteidigt. Und ich finde auch, dass wir das trotzdem verdient gewonnen haben zum Schluss, weil wir einfach auch unsere Chancen hatten und die dann einfach eiskalt reingemacht haben. Klar hatten die Stuttgarter viele Torschüsse. Klar war das manchmal richtig gefährlich, aber ich denke auch viel gegen Nebers Tor oder Timo hat gut gehalten oder wir haben es einfach gut verteidigt. Und von daher sind die 3 Punkte wichtiger wie ein schönes Spiel. Ja. Ich kann man nicht groß meckern, wer gewinnt, hat sowieso immer recht. Wie war es für dich? Ich meine, so einen Sieg dann mitzunehmen direkt. Man sagt ja, Stuttgart, da gewinnen wir sowieso. Aber ich glaube, wir haben im Spiel dann hinterher merken können, das war nicht selbstverständlich, da zu gewinnen. Stuttgart war gut. Ja, ich wollte gerade sagen, nach Stuttgart, glaube ich, fährt der FC mal mit sehr, sehr guten Gefühlen hin. Ja, sensationell. Also ich meine, so ein Saisonstark Auswärtssieg. Ich habe heute im Kölner Leitmedium, glaube ich, gelesen, vor 10 Jahren, letztes Mal, auswärts. Mit dem Sieg gestartet. Ich glaube, dann sind wir abgestiegen. Ne? Das Vermeiden war dieses Jahr. Was? Das Vermeiden war. Und es ist eine super Vorlage. Jetzt 2 Heimspiele. Also das kann natürlich ein richtig, richtig guter Saisonstart werden. Muss man schon wieder aufpassen, dass die Euphorie nicht zu groß wird in Köln. Geht auch mal ganz schnell. Aber das will man mehr. Also perfekt. Auswärtssieg. Schöne 3 Punkte.
Wunderbar. Und man hat ja vorher ein bisschen, ich bleibe mal bei dir, weil du bist ja heute auch die Fanstimme hier. Hast du dir auch ein bisschen Sorgen gemacht? Also bei allem, ihr hört jetzt mal kurz weg, die sind halt noch neu. Also und ich meine, letztendlich ist da hinten einiges ausgefallen. Maro letztes Jahr überragend, Mavrei auch ein guter Backup gewesen und immer da, wenn man ihn brauchte, bin man halt nicht mehr da. Ja, hast du da ein bisschen Sorgen gemacht, dass es vielleicht ein bisschen früh ist? Im Verteidiger haben wir nur Mist eingekauft. Ne? Also da ist... Nein, überhaupt keine Sorge. Also natürlich haben wir zwei verletzte Innenverteidiger, aber mit Sörensen und Dominik zwei richtig gestandene, zwei junge, aber gestandene Profis geholt. Ich meine, Dominik kommt zwar zweiten Liga, aber zwei, drei Jahre in Lautern schon? Vier sogar schon in der ersten Mannschaft gespielt. Also zweite Liga ist ja auch nicht irgendwas in Deutschland. Sörensen, sogar internationale Erfahrung. Dass das für die erste Liga okay ist, das habe ich mir schon gedacht und gehofft. Und die bisherigen Spiele zeigen es ja, dass wir da nicht wirklich eine Problemzone haben. Und auch sonst sehr gut verstärkt. Also ich habe mich selten so gut vorbereitet gefühlt als FC-Fan und so wenig Sorgen gehabt vor der Saison. Ich glaube wirklich, dass wir mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts zu tun haben werden. Ja, auf der Tabelle sieht es ja ganz gut aus. Dominik, jetzt, noch müssen wir in die Quali, oder? Noch müssen wir in die Quali, ja. Wir haben ja gestern gesehen, wie einfach das ist. Also von daher. Dominik, jetzt hast du natürlich auch natürlich deinen eigenen Eindruck von deiner eigenen Leistung, von der ganz persönlichen Leistung. Ich sag mal, warst du hundertprozentig zufrieden oder hast du gesagt, naja, so ein paar Prozentpunkte kann ich schon noch ein bisschen was feilen? Nee, ich war schon zufrieden mit mir. Ich denke, das war mein erstes Bundesligaspiel von Anfang an, mit 22. Und das gegen eine starke Stuttgarter Mannschaft, wo wir eine sehr gute Offensive haben, glaube ich. Da war ich sehr zufrieden mit mir. Aber klar, wir sind beim ersten Spieltag. Ich kann mich aufsteigern und das werde ich auch. So überzeugt bin ich von mir. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ich habe jetzt auch schon 4 Jahre zweite Liga, habe ich schon über 70 Spiele gemacht. Also ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch bei der U21 EM jetzt auf internationaler Bühne. Da war das Tempo auch sehr, sehr, sehr schnell und von daher mache ich mir da keine Gedanken. Wir haben eine super Mannschaft, die hat mich super aufgenommen und da kannst du dich einfach nur gut weiterentwickeln. Ich denke, das hat man jetzt auch die letzten Jahre gesehen in Köln, dass sich junge Spieler sehr gut weiterentwickelt haben und von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Du hast ja auch angedroht, dass du bei einem Sieg einen ausgeben musst. Grund dafür war natürlich auch, dass du gerade Geburtstag hattest. Also von daher, wie war es denn flüssigmäßig auf der Rückfahrt? Flüssig war das nicht so viel. Ich denke, wir sind jetzt, haben jetzt ein wichtiges Spiel am Samstag, aber ich habe heute wirklich einen ausgegeben in der Kabine. Es gab leckeres Essen, wenn ich das doch sagen kann, mal aus der Pfalz, dass die Spieler das mal kennenlernen, was es so in der Pfalz gibt zu essen. Haben es alle überstanden, ja? Sie haben es alle überstanden und ich fand es alle richtig lecker und es hat mich natürlich gefreut. Nee, wie ich schon gesagt habe, unser Teamzusammenhalt ist wirklich sehr gut und klar, man muss jetzt auch ein bisschen die Bremse drehen. Es war das erste Spiel, die Saison ist noch frisch, wir haben noch schwere Spiele vor der Brust, aber natürlich freuen wir uns natürlich jetzt auch zweimal vom eigenen Publikum zu spielen und ich denke, es kann wirklich ein sehr guter Start werden. Jetzt haben wir die Situation gehabt, du hast es gerade angesprochen, dass ja mit Sörensen noch ein anderer, auch neuer Innenverteidiger da ist, der auch schon gewisse Erfahrungen mitbringt. Habt ihr auch mal persönlich miteinander gesprochen, so nach dem Motto, das Spiel gehen wir so und so an oder vertraut ihr da voll auf den Trainer oder schwört man sich da noch mal ein, also nur ihr beide jetzt mal? Na klar redet man im Training unter der Woche, man trainiert ja auch zusammen. Aber natürlich sagt man ein paar Sachen, in der Situation kommst du so hinter mich oder vor mich oder dann machen wir das so und so. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir das als Mannschaft gut machen müssen. Also ich glaube, ich und Freddy können das Spiel nicht alleine entscheiden oder auch nicht alleine verteidigen, sondern das fängt vorne bei den Stürmern an. Und das haben wir gegen Stuttgart trotzdem gut gemacht, obwohl sie auch viele Chancen hatten. Aber so ist die Bundesliga, da ist genug Qualität vorhanden. Das wird nicht das letzte Spiel sein, wo so viel auf uns zukommt. Aber ich denke, die Stuttgarter Abwehrspieler hatten auch viel zu tun. Und sie haben 3 Stück gekriegt. Wir hätten, denke ich, vielleicht gar keinen gekriegt, wenn wir den Elfmeter nicht bekommen. Von daher hätten wir vielleicht sogar 0 gespielt, das erste Spiel. Aber von daher waren wichtig die 3 Punkte. In guter Stadt finde ich immer gut. Das wird, ja, genau. Fünf neue Spieler in der Startelf. Ich glaube, es gibt keine andere Bundesliga-Mannschaft, die das also so umgesetzt hat, mit 5 Spielern, neuen Spielern in der Startelf. Es hat trotzdem schon ganz gut funktioniert. Was hat denn noch nicht so gut funktioniert? Ach, ich glaube, das ist wirklich schwer zu sagen nach 2 Spielen. Also in Stuttgart, klar, ich glaube, 29 Torschüsse oder so, hört sich jetzt erstmal viel an. Aber ich glaube, Dominik hat es gerade erwähnt, da war auch nicht jetzt 29 Mal lichterloh, das waren ja Torschüsse. Gut, wobei 2 Mal Pfosten. Einmal Pfosten, einmal Latte. Ja, ja, nee, schon klar. Ich wollte nur sagen, das muss nicht immer gefährlich sein, aber Pfosten, Latte ist dann doch relativ gefährlich.
Ja, insgesamt vielleicht weniger, klar, weniger Chancen zulassen. Also 29 Torschüsse auf Dauer geht vielleicht nicht gut, aber es war ja fast ein offener Schlagabtausch. FC hatte auch einige Torschüsse, also es war halt ein sehr offensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Und insofern, glaube ich, kann man damit wirklich zufrieden sein. Stuttgart, hat jeder gesagt, könnte auch für eine positive Überraschung sorgen dieses Jahr. Haben sich gut verstärkt, guten Trainer. Nochmal so wie letztes Jahr, werden sie keine Saison runterreißen. Und insofern kann man da echt zufrieden sein jetzt erstmal und eher die positiven Dinge als Rückenwind mitnehmen, wohl wissend, dass auch in Meppen jetzt nicht alles toll war. Und auch jetzt gibt es sicherlich Dinge zu verbessern, aber ich glaube, das sollte viel positiven Rückenwind geben. Das ist ja der Rückenwind. Ich meine, spürt man das jetzt im Training? Ist die Brust noch ein bisschen breiter geworden jetzt die letzten Tage nach dem Sieg? Ihr wusstet ja vorher noch nicht so genau, wo er steht, weil Meppen war jetzt vielleicht nicht ganz so der ganz große Gradmesser, was die erste Liga betrifft. Nee, also klar, es ist schon besser, wenn man gewinnt, dann läuft die Woche natürlich ein bisschen besser ab, da hat man auch ein besseres Gefühl. Aber ich denke, wir müssen jetzt echt einfach wieder jetzt weitermachen, von neu anfangen jetzt wieder. Das Ding fängt wieder von 0-0 an am Samstag. Wir müssen einfach wieder so aggressiv spielen wie in Stuttgart. Ich denke, das war sehr gut, dass wir in die Zweikämpfe gegangen sind, haben keinen Ball hergegeben, haben wirklich gekämpft bis zur Torlinie, wo Jonas einmal das Ding auch klärt. Und von daher, so muss das gehen in der Bundesliga. Und von der mache ich mir da keine Sorgen. Am Samstag Wolfsburg freue ich mich auf den Gegner. Die haben auch wieder eine starke Offensive. Aber ich denke, zu Hause in unserem Stadion können wir da eigenes machen. Hat eben schon mal so angesprochen, der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Es ist jetzt erst ein Bundesligaspiel. Du hattest ja mal ein paar Einsatzminuten auch in Kaiserslautern. Also dementsprechend ist die Erfahrung noch nicht sehr groß. Aber Zweitligaspiele hast du schon viele gemacht. Wo siehst du die Hauptunterschiede? Ja, vor allem im Tempo und natürlich von den Gegenspielern. Schon schwer ist ja nicht die erste Bundesliga, sondern wäre ja die erste und zweite Liga zusammen, wenn es da keine Unterschiede geben würde. Von daher macht es einfach Spaß, sich mit dem Besten zu messen. Und ich denke, wenn man sich mit dem Besten jede Woche messt oder auch im Training mit der Qualität, ist schon wieder was ganz anderes wie in Kaiserslautern. Und von daher kann man sich da einfach gut weiterentwickeln. Und das Gute ist ja, wir sind noch jung und können noch viel Erfahrung sammeln und können uns weiterentwickeln. Und ich denke, so muss man den Weg gehen. Und das macht, finde ich, Köln die letzten Jahre echt gut. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, Anfang des zweiten Teils, warum du überhaupt nach Köln gewechselt bist, aber das machen wir gleich. Jonas, unsere Offensive ist auf einmal so, ja, ich meine, extrem erfolgreich, 3 Tore bei 9 Torschüssen, sehr effektiv. Also letztes Jahr hat man es ja oft genug vorgeworfen, das wäre unser Achillesferse. Jetzt treffen die Verteidiger nicht bei uns. Ja, ein Spiel und wir haben noch keinen getroffen, also das geht natürlich so nicht weiter. Aber jetzt mal im Ernst, diese Offensive, macht dir das Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen mehr wird in diesem Jahr, als nur gegen den Klassenerhalt zu spielen? Jetzt sagt doch schon Europapokal, oder? Steht doch wahrscheinlich da irgendwo. Das steht da, ja. Aber ich wollte doch du. Ja, träumen, warum nicht? Als Fan darf man träumen, als Spieler sollte man es vielleicht nicht. Aber ich träume generell davon, irgendwann mal mit dem FC, ich habe mir geschworen, egal was passiert, wenn wir irgendwann mal wieder europäisch spielen, ob es Depot Petrovsk oder Cork City wird, ich werde dorthin fahren. Und deswegen, Träume ist, glaube ich, erlaubt. Wenn man realistisch ist, muss man sagen, gesichertes Mittelfeld wäre schön, das wäre schon eine tolle Leistung. Alles Weitere ist sicherlich nicht wahrscheinlich, aber Träume sind auch nicht immer wahrscheinlich. Träumen darf man schon, also warum nicht? Jetzt hat unser neuer Sturmtank, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, dieses Tormonster, wie manche sagen, Anthony Modest, der Mann mit dem Schnuller, der hat ja ein schönes Tor gemacht, also erstmal den Elfmeter, ja gut, also es gibt schönere Elfmeter, aber er war drin, und hat wunderbar aufgelegt. Ne? Das sind auch so Zeichen, also er hat ja auch in Meppen schon gut gespielt. Hast du ein bisschen das Gefühl, der könnte Uja mehr als nur ersetzen? Ja, das konnte man schon hoffen. Also ich meine, auch in Hoffenheim hat er starke Konkurrenz gehabt, hat deswegen nicht immer gespielt, aber wenn er gespielt hat, hat er auch da seine Tore gemacht. Er hatte da schon eine richtig gute Torquote. Das war schon zu erhoffen und zu erwarten, dass er jetzt hier das Tore-Schießen nicht völlig einstellt. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr wirklich gerade in der Offensive auf einmal die Qual der Wahl. Also auch Zoller scheint ja gestärkt zurückzukommen. Osako fand ich letztes Jahr gegen Ende der Saison richtig stark. Ja. Hat jetzt noch nicht mal von Anfang an jeweils spielen dürfen. Finne hat eine tolle Vorbereitung gemacht, ist noch nicht mal nominiert. Also da haben wir wirklich, wirklich einiges, was wir aufbieten können. Und also gerade offensiv, ein oder zwei Spitzen spielen, egal, da haben wir ausreichend Leute. Das ist toll, dass man dieses Jahr die Option hat und nicht immer, wie im letzten Jahr, dann doch zu oft von Uja und seinen Toren dann abhängt. Und ein anderer, der auch getroffen hat, erfreulicherweise, ist Simon Zoller, der ein nicht einfaches erstes Halbjahr in Köln hatte, dann witzigerweise bei euch in Kaiserslautern gespielt hat, als du noch da warst. Hast du jetzt einen Unterschied schon gemerkt zwischen dem FCK-Zoller und dem FC-Zoller? Ja, finde ich schon. Habe ich ihm auch schon persönlich gesagt.
Wo ich dann gekommen bin nach meinem Urlaub, ich hatte ein bisschen noch Sonderurlaub, weil das Turnier ein bisschen länger ging, habe ich den ganz anderen Zoll auf dem Platz gesehen, wo er auf einmal mit nach hinten gearbeitet hat, wo die Wege gemacht hat, wo einfach die Spannung hatte. Und ich denke, Zolli ist einfach belohnt worden für seine gute Vorbereitung gestern, also im Spiel am Samstag, am Sonntag. Und von daher hat es mich einfach gefreut, dass er auch getroffen hat. Und ich denke, die Kölner Fans, die merken das mittlerweile auch, dass Zolli sich ein bisschen geändert hat. Und ich denke, kann man ihm schon noch eine zweite Chance geben, weil Zolli ist echt ein guter Typ. Und ich glaube, das hat er nicht so gemeint oder ist nicht so gut gelaufen für ihn das erste Halbjahr. Das hat er sich auch anders vorgestellt. Aber ich denke, aus Fehlern lernt man vielleicht. Oder es war nicht mal sein Fehler. Das ist einfach so im Fußball. Aber ich sage dann, aus Fehlern lernt man. Und er ist auch noch jung und entwickelt sich weiter. Und von daher ist es doch ein gutes Zeichen, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Okay, gehen wir gerade hin. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit in die Pause, die wir jetzt machen und anschließend natürlich wiederkommen. Und dann reden wir weiter über den ersten FC Köln mit Dominik Heinz und Jonas Reckermann. Bis gleich. Willkommen zurück zum FC Stammtisch. Ja, Dominik, wir sollten weiter reden. Wenn du schon mal hier bist, wir hatten ja beim letzten Mal Jörg Schmadtke hier und das war sehr, sehr interessant und auch teilweise humorisch, aber natürlich auch sehr inhaltvoll. Es wurde ja so ein bisschen auch gesagt, wenn der Jörg Schmadtke sich mit neuen Spielern so in der Transferphase unterhält, dass er dann so lange sitzen bleibt, bis der Spieler Ja gesagt hat, den er haben will. Ist das bei dir auch so gelaufen? Für mich war relativ schnell klar, wo Köln angerufen hat. Erstmal über meinen Berater. Und mein Berater hat mich dann angerufen, dass Köln mich unbedingt haben will. Und muss ich wirklich sagen, habe ich mich wirklich sehr gefreut zu Hause. Da war ich gerade auf dem Weg zum Flughafen mit meinem Papa zur Europameisterschaft, wo wir nach Prag geflogen sind. Und da habe ich zu meinem Papa gesagt, mein Herz und mein Bauch sagt gleich, das ist die richtige Entscheidung. Obwohl ich noch gar nicht viel mit dem Trainer und mit Herrn Schmadtke da geredet habe. Ich fand Köln immer schon lange beobachtet, weil, wenn ich jetzt so sagen kann, weiß ja wie Kaiserslautern, ist es ja auch ein Traditionsverein, wo wirklich geile Fans haben, wirklich ein schönes Stadion haben, wo immer viel Zuschauer da sind. Und wenn ich das dann gesehen habe bei der Eröffnungsfeier jetzt dieses Jahr, wo ich das erste Mal dabei war, dass einfach 50.000 vor der Bühne stehen, nur um uns Spieler zu sehen, das war schon etwas, was ich für mein ganzes Leben behalten werde. Und von daher waren dann die Gespräche wirklich echt super mit Herrn Schmadtke und mit dem Trainer. Sie haben mich von der Philosophie überzeugt. Und natürlich habe ich auch mit Timo dann noch darüber gesprochen. Bei der Europameisterschaft war eine gute Gelegenheit, darüber noch ein paar Informationen zu sammeln. Und von daher haben wir das dann alles vor der Europameisterschaft abgewickelt. Das war richtig gut für mich, für meinen Kopf. Da konnte ich mich richtig aufs Turnier vorbereiten. Und von daher war das alles perfekt, so wie es gelaufen ist. Und witzigerweise habt ihr euch da getroffen, ne? Also gerade, was du gerade erzählt hast, Europameisterschaft da in dem Bereich, in der Vorbereitung. Du hast sogar schon ein bisschen was Leuten gehört, habe ich eben gemerkt. Also wusstest du schon ein bisschen vorher Bescheid? Oder erzähl mal aus dem Nähkästchen. Ja, wir waren in der, ich glaube, eine Woche vor Start der EM waren wir im Trainingslager der U21 mit dem Julius Brink. Seinen Verein verschweigen wir jetzt mal. Kennt man gar nicht. Ja. waren wir dort und haben mit den Jungs ein bisschen, die waren ja schon lange da, 10 Tage, dann fällt denen da die Decke auf den Kopf. Dann haben wir gesagt, machen wir ein bisschen Beachvolleyball. Haben da mit den Beachvolleyball gespielt und abends noch einen Vortrag gehalten über Olympia und ein paar Mannschaftsthemen. Und da hat irgendwer dann gesagt, ja, hier ja, ist doch, nee, genau, da waren die ersten Gerüchte in Express. Morgens losgefahren bin, war erste Gerücht irgendwie FC mit Dominik Heinz in Verbindung gebracht. Und dann habe ich natürlich gefragt. Ja, klar. Dann hat Dominik nicht dementiert. Er hat auch nicht gesagt, jawohl. Er hat gesagt, ja, wart mal 2-3 Tage, dann kann es sein, dass es was gibt. Und so war es dann auch. Warst also nicht so überrascht, ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, was dich am FC auch schon so gereizt hat, dass es halt Traditionsverein ist. Jetzt hast du ja auch schon die Saisoneröffnung miterlebt. Ich kann nur sagen, gewinnt mal was, dann wird noch viel heftiger. Also da, wir haben es bei den Aufstiegen ja schon gesehen, das ist ja nur die Vorstufe zu einem Titel. Dementsprechend, lass uns mal überraschen, was da noch passiert. Wie waren denn so die ersten Wochen im Team? Bist du, ja, ich meine, alle sagen, ich bin gut aufgenommen worden, aber wie gut bist du denn aufgenommen worden? Wie hat sich das geäußert? Ja, das merkt man einfach, wenn man in die Kabine kommt oder wenn man das erste Mal reinkommt und hat dann mit einem Mitspieler einen Kontakt, ein paar kann ich da schon. Das ist einfach im Fußball so, du läufst da mal über den Weg, sagst dir Hallo und so. Aber von daher war das wirklich eine sehr gute Atmosphäre. Die Jungs haben auch gewusst, wer kommt. Also sie haben sich auch schon informiert darüber, wer kommt, ist ja klar.
Und natürlich dann ging das dann alles ganz schnell. Ich dachte, im Fußballgeschäft geht das dann ganz schnell. Da gibt es nur eine Sprache auf dem Platz und das kann jeder von uns in der Mannschaft. Und von daher, die Stadt ist schön, ich habe eine schöne Wohnung und von daher ist alles gut. Wie läuft jetzt die Kommunikation mit dem Trainer? Ich meine damit jetzt nicht die Sprache, sondern also generell. Also ihr kommt ja beide nicht aus Köln, das hört man ja, aber braucht keinen Dolmetscher, denke ich mal. Aber nee, jetzt mal ernsthaft, also Kommunikation in dem Falle natürlich mal spieltechnisch gesehen. Ja, nochmal zum Dialekt. Ich versuche so gut wie möglich mich Hochdeutsch oder so, dass er mich versteht. Merkt man gar nicht. Ich probiere es wirklich. Wird simultan übersetzt, also alles gut. Naja, ist wirklich ein super Trainer, so habe ich mir das vorgestellt. Er sagt genau die richtigen Dinge zu uns, auch zum richtigen Zeitpunkt, auch nicht zu viel, sondern findet immer eine gute Mischung, auch wenn er mit der Mannschaft redet und wann nicht. Ich denke, das sieht man an unseren Leistungen. Und so wie wir es vorhin schon gesagt haben, nochmal, ich finde, in Stuttgart musst du erstmal 3 Tore auswärts schießen, musst du da die 3 Punkte mitnehmen und so sieht es aus. Und so sehe ich das auch für die ganze Saison. Und jetzt freut es mich natürlich, dass es so gut ist mit dem Trainer alles. Ist ja mit dem Trainer, wenn man das so sieht, bist du ein Spieler, der Wert auf viel Kommunikation legt oder laber mich nicht zu? Ja, ich lege da schon Wert drauf. Ich finde es schon wichtig, auch gerade in den jungen Jahren, jetzt so wie ich noch bin, dass der Trainer mir einfach zeigt, was ich gut gemacht habe, aber natürlich auch, was ich verbessern muss. Und das macht er richtig gut und von daher finde ich es einfach wichtig. Klar, nicht zu viel, weil es bringt nichts, wenn die Trainer jeden Tag herkommt und sagt, ja Dominik, das und das hast du gut gemacht und so. Irgendwann ist einmal ein Punkt erreicht, wo man sagt, ja, das ist okay. Und, aber das macht er auf keinen Fall und von daher finde ich einfach eine gute, gesunde Mischung, dass man einfach ab und zu mal ein bisschen drüber spricht, so wie ich es gesagt habe, was man gut gemacht hat und was man noch verbessern kann. Das ist ja auch mal so, dass er den richtigen Moment vielleicht findet, was zu sagen. Also dass er jetzt nach dem Motto, der Junge braucht jetzt mal 2 Minuten Ruhe und dann braucht er vielleicht mal eine Ansage. Also das spürst du von ihm. Das ist natürlich auch richtig. Der Trainer soll das auch natürlich machen. Uns Spieler dann nach dem richtigen Moment auch mal vielleicht zusammenscheißen, wenn es notwendig ist. Das kommt vor, ja. Ich denke, das kommt in jeder Fußballmannschaft vor. Ich denke, das kommt bei jedem Club vor und das muss auch so sein, weil vielleicht wacht man dann nochmal auf oder man denkt nochmal drüber nach, wenn es vielleicht mal ein bisschen lauter ist. Und das gehört einfach dazu, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil das ist ja nichts gegen uns persönlich, sondern das ist dann einfach unser Beruf und das ist unser Job. Und wir haben die Saison, wollen wir was Gutes leisten und von daher darf er das ruhig machen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, du hast eben schon gesagt, schöne Stadt, das sagt man ja immer. aber mal ehrlich, diese ganzen Klischees über Köln, die ja teilweise im Umlauf sind, die natürlich alle nicht stimmen, naja, teilweise vielleicht ein bisschen. Hat sich da irgendwas bewahrheitet oder irgendwas, was so total anders ist, als du es erwartet hast? Ich habe darüber noch nichts gehört, was in Köln sein sollte, bin ich ganz ehrlich. Also Champions League, Europapokal, wo ihr eben schon drüber gesprochen wurde, er träumt ja davon. Ja, ich denke, so wie gesagt, ja, träumen kann man ja, aber ich denke, man muss realistisch sein. Ich denke, das haben die Kölner Fans, so was ich jetzt mitgekriegt habe von weiter weg, haben die das jetzt gut eingeschätzt die letzten Jahre, was wichtig ist. Und ich denke, wir brauchen unserem Ziel nichts zu ändern, wie so schnell wie möglich diese 40 Punkte zu holen und da einfach da unten nichts mit zu tun zu haben. Und ich denke, was dann oben drüber ist über dem Strich, das nehmen wir natürlich dann auch mit. Aber ich denke, unser vorderes Ziel von der ganzen Mannschaft ist, einfach diese 40 Punkte holen, wieder so wie letztes Jahr da unten nichts dazu zu haben. Und da bin ich schon zufrieden mit der Saison. Ich glaube, das ist eine Änderung, die wirklich elementar ist für den Verein. Dass auch die Fans mittlerweile gemerkt haben, ein Sieg alleine reicht nicht, um gleich vom Europapokal zu träumen, sondern das Umfeld ist realistischer geworden. Ich glaube, da haben sehr viel das Präsidium und aber auch Stöger und Schmadtke mit zu beigetragen, dass endlich mal normale Euphorie ist gut, aber normale Grundstimmung, positive Grundstimmung herrscht und das trägt sich auch auf die Fans aus. Also ich glaube, in den letzten Jahren waren die durchaus geduldig, auch wenn es mal nicht so lief und hat nicht jeder immer nur den Europapokal als Maßstab genommen oder nach 2 Siegen gleich gesagt, jawohl, jetzt sind wir schon so gut wie da und das tut dem Verein sehr, sehr gut. Ich meine, das ist so generell, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er das Köln jetzt so positiv wahrgenommen hat. Vor 3, 4, 5 Jahren hatten wir ja den Ruf des HSV, ne? Muss man auch mal klar sagen, der das ja komplett abgelöst hat und da sind wir auch sehr dankbar für. Und das war wirklich so schlimm beim FC, mal ja, wie gerade beim HSV? Doch. Also das war, also ich könnte jetzt... Verdrängt man da, ne? Aber ja, ist auch besser so, glaube ich. Ja. Das ist auch grundsätzlich für als Fußball- und FC-Fan besonders, muss man einige Sachen auch mal verdrängen. Aber ich glaube, spürst du das auch, ihr unterhaltet euch ja auch viel über Fußball, könnte ich mir vorstellen, dass auch überregional der FC mittlerweile einen anderen Ruf genießt? Absolut. Also da sagt eigentlich jeder, dass die Arbeit wird gewertschätzt, sagen alle, da sind richtig Gute am Werk. Wie gesagt, sowohl Präsidium als auch die im Tagesgeschäft dann drin sind, vor allem Sportdirektor oder Manager und Trainer. Da sagen alle Hut ab, auch sinnvolle Transfers, jetzt schon erneut dieses Jahr wieder
sieht alles sehr, sehr gut aus und wird auch außerhalb von Köln so wahrgenommen. Also da sagen alle, auch wenn jetzt sich umhört, wer so das Überraschungsteam des Jahres werden kann, haben ganz viele auch schon vor dem Stuttgart-Spiel den FC auf der Rechnung gehabt, unter anderem oder gerade deshalb, weil eben so gut gearbeitet wird. Das wird wahrgenommen. Ich muss eins noch loswerden, weil ich denke, es ist ganz wichtig für unsere Stammzuschauer, dass Thomas Wagner heute nicht da ist, weil wir gerade das Stichwort HSV hatten. Der muss sich noch, ein bisschen erholen. Das ist das eine. Nein, er muss ein bisschen mit seinem Brötchengeber natürlich Geld verdienen. Und dementsprechend konnte er heute leider nicht kommen. Also diese Erklärung direkt vorweg, der Mann kommt schon wieder, keine Sorge. Jetzt müssen wir dich noch mal fragen. Eine Sache liegt mir natürlich gerade jetzt so, wenn man als Pfälzer Bub, kann man ja ruhig sagen, hierher kommt und dann die Hymne hört. Was versteht man davon? Am Anfang war es ein bisschen schwierig, also muss ich ehrlich zugeben. Manche Sachen habe ich wirklich gleich verstanden, zwischen den Strophen nicht alles. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, noch vor dem Heimspiel jetzt am Samstag mal im Internet den Text einzugeben und mir den mal übersetzen lassen. Und dann ist das kein Problem. Gute Übersetzer, oder? Ja, wir werden abwarten müssen, ob das dann auch wirklich drauf passt. Wenn das nächste Mal kommt, singen wir dann alle mal zusammen und dann gucken wir mal, ob es drauf ist. Jonas braucht das nicht, der hat das alles schon drauf. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Du hast eben von diesen Neuzugängen gesprochen und wie positiv du gestimmt bist. Ich komme jetzt mal zu dir, weil du bist ja heute die Fanstimme. Kannst du es ein bisschen näher definieren? Was genau macht dich denn so zuversichtlich, dass der FC eine gute Rolle spielen kann? Welcher eigene Spiel? Gibt es einen einzelnen Spieler oder einen Verbund? Nee, eben nicht. Also ich finde gerade, weil nicht dieser eine vermeintliche Superspieler geholt wurde, ich glaube, gerade das macht den FC so stark, dass wir eigentlich überall wirklich zumindest mal doppelt besetzt sind. Klar, man kann es jetzt nicht mit dem Kader der Top 4, 5, 6 vergleichen, keine Frage. Aber ich mache mir keine Sorge, wenn wir irgendwo ein, zwei Spiele ausfallen. Den Sturm hatten wir gerade schon. Da haben wir halt wirklich sehr gute Spieler dabei in Verteidigung. Vier Leute, letztes Jahr die beiden, Mavrai und Marot, haben sehr stark gespielt. Jetzt haben wir mit Sörensen und Dominik auch wieder zwei sehr gute Erfahrene. Auch da kann mal einer oder so wie jetzt sogar zwei ausfallen und sehr bange werden muss. Ein bisschen Kreativität im Mittelfeld wäre das Einzige, wo ich denken würde, ja, Jojic bisher durchwachsen, da habe ich mir vielleicht nicht mehr erhofft, auf Dauer mehr erhofft, da hoffe ich, kommt noch ein bisschen mehr. Hat jetzt nicht den allerbesten Start, aber ich meine, der ist noch lange nicht gespielt, muss er realistisch bleiben. Wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn er gleich wie in Dortmund reingeworfen wird und sofort da funktioniert. Aber so einen brauchen wir schon auf Dauer. Das ist dann vielleicht so das i-Tüpfelchen, wenn man da so einen Kreativspieler mit tollen Standards auch noch dabei hat. Wenn der auch noch einschlägt, dann ist mir überhaupt nicht mehr bange. Dann kam ja noch dieser Bittencourt-Transfer, der ja in der Fanszene eingeschlagen hat wie eine Bombe. Gab es in Köln eigentlich schon mal in den letzten 10 Jahren, dass ein Spieler noch nicht einmal einen Tag vorher gehandelt wurde und auf einmal Pressemeldung? Ich glaube, der Jörg Schmack kann heute noch nicht verlachen. Ich habe an Druckfehler geglaubt, als ich gesehen habe, ob es wirklich der Bittencourt. Ja, den habe ich auch erlebt im Trainingslager. Ja. Große Klappe, aber guter Junge. Ja, also. Müssen wir euch fragen, ob er das bestätigen kann. Selbstbewusst, ja, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so, ja. Lass mal so schnell, ja. Also dementsprechend, das ist ja auch, ich sag mal, ihr seht es ja im Training, wenn er dann auch die Trainingsspiele macht. Und da ist, glaube ich, auch, ich sag mal, mit der Technik, da braucht man sich bei den beiden, glaube ich, keine Sorgen machen. Also Jojic und Bittencourt, da kommt schon auch ein technisches Moment ins Team rein. Ja, das auf jeden Fall. Die sind beide technisch sehr stark. Und ich denke, bei Jojic werden wir noch das eine oder andere sehen. Ich sehe das auch so, wenn du länger Zeit nicht gespielt hast, ist es nicht so einfach, dann gleich reinzukommen und deine Top-Leistung zu bringen. Und ich denke, er will es unbedingt und auch den Fans zeigen, was er kann. Und es ist wirklich ein super Spieler. Ich glaube, er hat es schon angedeutet im Turnier, im Colonia Cup, zu Hause im Stadion. Fand ich ihn richtig gut, muss ich sagen. Auch seinen Standards, wo er gebracht hat, die Eckbälle und so, richtig gefahren. Und von daher werden wir dann noch viel Freude haben. Ja, wir hoffen natürlich alle gerade auf die Standards. Die haben wir hier beim Stammtisch schon ein bisschen öfter besprochen. Und da ist sicher noch Luft nach oben. Aber die beiden haben auf jeden Fall gezeigt, dass es können im Vorfeld. Und ich denke, im Spiel wird es hoffentlich auch bald kommen. Jetzt gerade Bittencourt hatten wir schon. Jetzt haben wir natürlich eine Sache, die uns nicht so gefallen hat. Olkowski im letzten Jahr eigentlich, ich will nicht sagen überragend, aber einer der Besten im hinteren Bereich auf jeden Fall. Und Brečko jetzt gegangen, auf einmal hat Olkowski Probleme. Es ist nicht gerade die beste Zeit, jetzt da auf dem Bereich zu schwächeln. Ja, was heißt Probleme? Ich meine, wir hatten jetzt ein Spiel, wo er jetzt vielleicht nicht so gespielt hat wie gegen Ende der letzten Saison. Ja, Meppen war auch schon so ein bisschen.
naja, nicht ganz. Meinst, als er beinahe auf der Bank oder in der Kabine gewesen wäre. Das hätte ja auch nicht viel gefehlt. Ich glaube, also letztes Jahr hat er am Anfang gar nicht gespielt und war jetzt auch nicht sofort Stammspieler und hat er überragend gespielt. Vielleicht braucht er da ein bisschen Anlauf, also man sollte jetzt nicht nach einem Pokal und einem Bundesligaspieler gleich Gefahr kreieren. Also warten wir mal jetzt noch die Handspiele ab. Warten wir die ab. Klar, Bretschko, ich meine, an dem scheiden sich ja die Geister. Ich fand ihn immer solide. Ne? Also ist jetzt nicht der Sensationsspieler, aber es hat einen guten Job gemacht. Natürlich hätte ich es auch nicht schlecht gefunden, wenn der als Backup geblieben wäre. Aber ich glaube, Risse kann auch theoretisch hinten rechts spielen. Ja. Genau. Ist dann da auch eingesprungen. Also deswegen meine ich ja, wir sind in der Tiefe für FC-Verhältnisse sehr guten Niveau verstärkt. Das heißt, man kann da wirklich einen Risse hinten, dann fehlt er auch nicht vorne. Jetzt haben wir auch wieder Offensivspieler im Mittelfeld, die da spielen können, außen, die dann für Risse dort einspringen können. Also insofern, selbst wenn Olkowski jetzt am Anfang noch Startschwierigkeiten hat, haben wir ein, zwei andere, die das auch leisten können. Also Risse ist ja da im Prinzip die erste Aushilfskraft geworden. Haben wir jetzt auch in Stuttgart gesehen, der dann auch den Posten von Olkowski übernommen hat und das dann auch ganz ordentlich gemacht hat, wie ich finde. Ist generell, glaube ich, so eine Sache, dass der FC mittlerweile halt auch gute Spieler von der Bank bringen kann. Es wird ja auch noch mal irgendwann interessant, wenn die Leute wie Mavrai und Marot wiederkommen. Ich meine, dann werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen kämpfen müssen. Ich meine, ihr habt ja jetzt die Gelegenheit, euch so zu präsentieren, dass das kein Thema ist. Aber das ist halt eine starke Bank, hilft ja auch ein bisschen, ne? Den eigenen Anspruch und es auch mal motiviert dann auch, sich noch mehr anzustrengen. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja auch hergewechselt, da waren alle beide noch fit. Also Konkurrenzkampf im Fußball ist ja normal. Das heißt, in jedem Club, das wäre schlecht, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, wenn du keinen Konkurrenzkampf hast, dann tust du dich ja nicht weiterentwickeln, weil das, so wie du gesagt hast, eben, du brauchst einfach den Ansporn, du weißt, dass jemand da und dann bringst du nochmal ganz andere Leistungen, wie du sagst, ich kann mich ausruhen, ich kann mich hinsetzen, ich muss nichts machen, ich spiele jedes Wochenende von Anfang an und das ist genau richtig und so soll es auch sein. Und ich freue mich, wenn die zwei wieder zurückkommen, weil es wirklich sehr erfahrene Spieler sind. Und ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Dom jetzt noch dabei gewesen wäre, weil da kannst du einfach vor uns so um einem kannst du auch ein bisschen was lernen, finde ich. Und von daher mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Ich bin einfach froh, hier zu sein, in der ersten Bundesliga zu spielen, mich zu zeigen und versuche mich einfach weiterzuentwickeln. Und was ich noch vorhin dazu sagen will, ich sage, man muss jetzt auch nicht gleich nach zwei Spielen mit so Spieler gleich, so finde ich, sagen, ja, der hat geschwächelt und so. Ich denke, die Saison ist so lang und Pavel hat es wirklich gut gemacht, letzte Saison, was ich gesehen habe. Und ich finde, er hat auch keinen schlechten Gegenspieler in Stuttgart gehabt, der Kostic. Wenn man sieht, wie schnell der auf dem Platz ist, ich glaube, das sieht man im Fernsehen gar nicht oder im Stadion. Das siehst du nur auf dem Platz, wenn du dann wirklich 1-1 gegen ihn spielst oder so. Also von daher finde ich, muss man da jetzt noch nichts sagen. Und ich finde einfach, wir müssen jetzt einfach alle zusammenhalten und so und jetzt einfach das mitnehmen, den Sieg. Ich denke, das ist das Positivste. Und von daher machen wir das dann am Samstag wieder. Okay, freuen wir uns drauf. Samstag wird es auch einfacher dann, ne? Da haben wir nicht mehr so starke Gegenspieler. Ja, genau. Da reden wir natürlich gleich noch drüber, wie wir das dann geregelt bekommen. Scheint ja nicht so schwer zu sein. Aber lassen wir noch mal über eine Sache reden, die mir auch auf dem Herzen liegt. DFB-Pokal. Was sagst du zur Auslosung? Wieder kein Heimspiel. Ich glaube, jetzt 5 Jahre mittlerweile kein Heimspiel. Ich war da, gegen Duisburg war das, glaube ich, das letzte, ne? Zu Hause, wo wir da 3-1 oder 3-1. Der Meierhofer hat da sogar noch ein Tor für Duisburg gemacht. So lange ist das schon her. Da hat man ein Heimspiel. Ja, also. Ja, ist traurig. Also schade. Ich hätte es gerne gesehen. Gut, ich sag mal, in Wolfsburg wäre schlimmer gewesen. Und insofern in Bremen kann man auch gewinnen. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Todeslos gewesen wäre. Da waren noch andere drin. Da waren noch ein paar andere da, absolut. Aber natürlich hätte ich gerne auch mal wieder im DFB-Pokal die Jungs zu Hause gesehen, keine Frage. Also das wäre schon schön und gut, irgendwann ist es soweit, definitiv. Wie lange hast du Vertrag? 4 Jahre. 4 Jahre, ja, man haben ja auch Hoffnung. Vielleicht passiert das dann mal an der Zeit, wo du hier bist. Und dann, ansonsten musst du halt verlängern, also ist ja auch kein Problem. Irgendwann kriegen wir mal ein Heimspiel, also es ist halt wirklich auffällig, wenn du 5 Jahre lang kein Heimspiel mehr im DFB-Pokal bekommst. Ja, was sagst du zum Los selbst? Bremen, fahren wir hin und gewinnen und fahren nach Hause. Ne? Ich denke, ich sehe das auch so. Ein Todeslos ist das ja nicht. Ich habe die Auslosung live geguckt. Ich denke, wenn man sieht, was dann noch verletzte Mannschaften drin waren. Also ich habe dann wirklich gehofft, lass nicht in Bayern spielen, lass wirklich nicht in Wolfsburg spielen, weil es wirklich zwei starke Gegner sind in der zweiten Runde, finde ich schon. Und da fand ich es eigentlich mit Bremen haben wir es eigentlich noch ganz gut getroffen. Dann noch schade, dass es wirklich auswärts war. Wir wollten auch alle zu Hause spielen. Ja. Aber so ist das halt im Fußball, so ist die Auslosung. Aue war es auch nicht. Aue war es auch nicht. Ja,
Da tut man sich eine Menge Fahrt ersparen, finde ich. Das ist nicht, ich war da schon oft in der zweiten Liga dort gespielt. Das ist auch nicht ganz einfach, finde ich. Also ich denke, in Bremen stehen die Chancen ausgeglichen. Da können wir auf jeden Fall was holen. Und die Bayern, die können wir ja auch im Endspiel schlagen. Also von daher. Sollten wir jetzt erstmal nach dieser erschütternden Auskunft eine kleine Pause machen und uns erholen davon. Und dann kommen wir natürlich gleich wieder und reden weiter über den 1. FC Köln mit unseren Gästen. Bis gleich. Ciao. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. Jetzt haben wir doch schon einiges besprochen, Stuttgart nochmal angerissen, natürlich auch die ganze Situation, wie Dominik Heinz zum 1. FC Köln gekommen ist, wie sehr er mittlerweile hier schon Fuß gefasst hat mit der Sprache etc. All das haben wir schon soweit geklärt. Jetzt gibt es natürlich wieder die Fußballthemen. Dominik, ihr habt einen Gegner vor der Brust, der... naja, anspruchsvoll ist, sagen wir es mal so. Amtierender Pokalsieger, Supercup gewonnen, die Bayern weggefiedelt. Naja, und jetzt müsst ihr euren vierten Platz bestätigen. Und wie habt ihr das vor? Was erwartest du von dem Spiel? Hast du so ein bisschen das Gefühl, könnte Stuttgart-mäßig werden? Oder nee, ich glaube, wollt ihr selber aktiv werden? Ich glaube, Stuttgart-mäßig wird das nicht. Und ich denke, wir waren in Stuttgart ja auch aktiv, sonst hätten wir ja keine drei Tore gemacht. Ohne Zweifel. Ja. Also von daher gibt es wieder ein ganz anderes Spiel. Wolfsburg, wie ich vorhin ja gesagt habe, Stuttgart, das spielt ja das vom Zorniger, das, was er in Leipzig gespielt hat, hat er jetzt mit nach Stuttgart gebracht, dieses wirklich 90 Minuten Pressen von vorne am 16er. Das spielt ja Wolfsburg nicht, die spielen einen ganz anderen Fußball. Und ich denke, es gibt eine schwere Aufgabe für uns. Die haben wirklich eine brutale Offensive. Die haben letztes Jahr wirklich richtig Gas gegeben. Und ich denke, die laufen auch schon wieder dieses Jahr heiß. Ich denke, die wollen es auch bestätigen, was sie letztes Jahr gemacht haben. Aber ich denke, wir spielen zu Hause, wir müssen uns auf keinen Fall verstecken. Und wir hauen alles raus, was wir haben, und dann gucken wir einfach, was am Samstag rauskommt. Mein Ziel ist, dass wir das Spiel nicht verlieren. Was dann darüber ist, ist umso besser. Nehmen wir alle mit, vor allem das, was darüber ist. Aber muss man natürlich mal abwarten. Richtet ihr euch jetzt schon im Training so ein bisschen auf den Gegner ein, jetzt schon in dieser Phase? Wir haben heute Mittwoch, ja. Und vor allen Dingen habt ihr zwei Pläne, einen mit De Bruyne als Gegner und einen ohne? Ja, der kann ruhig mitspielen. Ich hab da keine Angst davor. Es scheint ja kein anderes Thema mehr zu geben, ob der Mann jetzt wechselt oder nicht. Also ist schon ein guter Spieler, ohne Frage. Ja, klar, ist schon ein Ausnahmespieler. Deswegen wird er auch so umworben. Ich denke, für ihn persönlich wird es auch mal Zeit, dass das Thema Ball vom Tisch ist. Weil ich als Spieler würde es nicht gut finden, wenn da jetzt wirklich seit drei Wochen geht es jeden Tag. Mich würde sowas schon ein bisschen... klar, man will es zwar nicht im Kopf haben, aber ich denke, irgendwo in der Schublade hinten ist es trotzdem drin. Vielleicht ist es auch was Positives für Samstag, wer weiß. Wenn er noch nicht weg ist und geht erst danach, das kann man nie wissen. Von daher, ja, wir bereiten uns jetzt natürlich schon vor, heute im Training haben wir noch nicht ganz so viel gemacht, weil natürlich, wir haben ja erst am Sonntag gespielt, dann war Montag frei. Dienstag haben wir dann erstmal wieder ein bisschen zum Reinkommen. Heute haben wir schon ein bisschen mehr gemacht und morgen wird dann der Fokus. Morgen Mittag wird dann der Fokus nicht öffentlich. Gehen wir dann, können die Zuschauer leider nicht zugucken, aber das muss auch mal sein, finde ich. Da tun wir einfach ein paar Dinge einstudieren, dass die Wolfsburger uns das nicht abgucken können. Und von daher geht es dann ab morgen los. Jetzt haben wir gerade diese Thematik schon so ein bisschen angesprochen. Da kommt ja auch Unruhe auf in so einem Verein. Weil es ja nun mal der nächste Gegner ist, möchte ich das Thema ruhig mal ansprechen. Da hat ja auch ein Moderatorenkollege von mir, von den Öffentlich-Rechtlichen, dem das vorgesagt. Und dann hat er das einfach nachgesagt. Das Riesenthema und was weiß ich. Verunsichert das so eine Mannschaft wie Wolfsburg? Oder haben die so viel Qualität, dass denen das auf gut Deutsch gesagt am allerwertesten vorbeigeht? Also am allerwertesten vorbeigeht, glaube ich, keinen. Ich glaube, können wir schon denken, dass es im Verein die Leute nervt. Auch die Mitspieler. An Qualität, glaube ich, büßen die jetzt nicht unbedingt ein. De Bruyne selber vielleicht schon. Ich meine, er ist nun mal im Mittelpunkt des Ganzen und muss jeden Tag die Fragen beantworten. Ich war übrigens da bei der Veranstaltung, die du gerade angesprochen hattest. Ja. Fand ich auch nicht ganz so glücklich. Also ich meine, der hat vorher schon, klar, man muss es nutzen und ihn darauf ansprechen. Keine Frage, wenn er da ist. Das wird man auch seiner journalistischen Pflicht nicht nachgehen. Aber nicht so. Jetzt jemanden vorsagen, das war der konnte daraus nicht gewinnen. Wenn er nichts sagt, hätten sie alle geschrieben, jetzt hat er es nachgesprochen. Jetzt kriegt er es zurück, wenn er geht. Also fand ich nicht ganz glücklich, nicht ganz fair. Muss ich sagen. Trotzdem, ich meine, das ist ein professioneller Verein. Die werden dann mit dem Großen und Ganzen schon umgehen können. Und deswegen weiß ich auch nicht genau, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wenn er dabei ist. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Meinetwegen kann er dabei sein und so spielen wie am Wochenende, dann ist alles gut.
denke mal, das spielt aber letztendlich in euren Überlegungen keine Rolle. Also sprich, der ganzen Planung her, ihr richtet euch auf den Gegner ein und mit euren Stärken versucht ihr halt dann dagegen anzugehen. Jetzt würde ich gerne mal gerade als dich als Fan noch mal fragen, wie würdest du denn als Fan jetzt aufstellen? Never change a winning team? Oder, ich meine, wir haben eine Sache noch nicht besprochen. Yannick Gerhardt hat gar nicht mal so schlecht gespielt, fand ich. Musste dann auch raus aus taktischen Gründen und Vogt kam wieder rein und dann lief es ja auch ein bisschen besser. Würdest du jetzt sagen, mit denen, als Fan darfst du das sagen? Beginne ich jetzt wieder oder mit der Startelf von? Ich will mir das gar nicht anmaßen. Also ich glaube, der Stöger lag so oft richtig und der Vitoretti da, ich meine, Wolfsburg ist, Dominik hat es angesprochen, eine komplett andere Mannschaft als Stuttgart. Der wird schon wissen, was er macht. Er ist auch zwischendurch auch mal für eine Überraschung gut, soll er gerne machen. Ich glaube, wie gesagt, bei der Mannschaft, das ist so eng beisammen da alles, ist ein super Gefühl, dass man auch Leute in der Hinterhand hat, die genauso gut oder in dem Tag vielleicht sogar noch besser spielen können, als die, die bis dahin dann gespielt haben. Insofern ist, glaube ich, viel entscheidender die Einstellung und dass die ganze Mannschaft gut vorbereitet ist, weiß, was Wolfsburg vermeintlich macht. Und dann sind die Personalentscheidungen, natürlich kann man darüber diskutieren, nimmt man jetzt Vogt oder Gerhardt, könnte ich gar nicht sagen, wer da jetzt unbedingt, wenn ich da lieber in der Startformation sehen würde. Ich bin total happy, dass der Gerhardt nach anderthalb nicht ganz so glücklichen Jahren jetzt doch wieder sehr nah dran ist, zumindest an der Startformation. Und ich meine, ist ein junger, super talentierter Spieler. Schön, dass er wirklich eine Wahl ist für die Startelf. Und ich glaube, der wird so oder so noch viel Einsatzzeit bekommen, ob er jetzt am Wochenende startet oder nicht. Soll der Trainer entscheiden. Das wird er auch tun, da bin ich fest von überzeugt. Er hat ja auch gewisse Erfahrungen da drin. Jetzt, Dominik, wenn du, ich meine, bei dir ist momentan relativ klar, dass du wahrscheinlich spielen wirst, wenn jetzt nicht was ganz Schlimmes passiert, weil es nun mal aktuell nur zwei Innenverteidiger gibt die das klassische Spiel. Aber wann sagt der Trainer euch Bescheid? Wann kriegst du das? Macht er das persönlich oder macht er das in einer Mannschaftssitzung? Ganz normale Besprechung beim Spiel und klar, es ist wie bei jedem Verein, wenn du dann einen Tag vorm Spiel trainierst, dann kannst du schon ein bisschen Einblick kriegen, was so läuft. Aber ganz sicher kannst du da auch nicht sein. Also du kannst ja dann ganz sicher sein, wenn dein Name an der Tafel steht und dann kannst du spielen. Aber ich denke, das ist auch nicht das Entscheidende, wann wir wissen, wann wir spielen, sondern wir sind alle gut vorbereitet, wir können alle von Anfang an spielen. Wir haben alle die Qualität, um da wirklich schon in der ersten Elf zu stehen. Und von daher macht der Trainer das genau richtig, finde ich. Klärt der Trainer eigentlich nie vorher ab mit den Spielern? Wenn mal der Stammspieler draußen bleibt, sagt er ihm das nicht vorher? Erfährt auch er das wirklich erst in der Kabine an der Tafel? Oder nimmt er den vielleicht vorher schon mal und sagt, pass mal auf, nur damit du schon mal vorgewarnt bist, ich habe aus den und den Gründen vielleicht... Ja, das macht er schon. Also, da ist schon Kommunikation da. Ich denke, es wäre dann immer menschlich und dann immer ehrlich, wenn das dann, wenn du jetzt wirklich, weißt ja nie, jetzt spielst du 10 Spiele wirklich sehr gut, aber der Trainer hat vielleicht in deren Spiel eine andere Idee, aber dann würde er das schon erklären, dass du auch weißt, warum das so ist und dass nichts mit deiner Leistung zu tun hat. Auch vorher, also bevor es ja, dann... Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich denke, das gehört einfach dazu. So ehrlich sind wir alle miteinander und von daher finde ich das auch wirklich sehr gut. Jetzt gibt es gegen Wolfsburg einen Elfmeter. Wer schießt? Ja, ich habe das schon gelesen, dass die Medien das ein bisschen hochgepusht haben. Also wirklich, uns in der Mannschaft ist es egal, wer schießt. Der soll der schießen, wo sich gut fühlt. Hauptsache, wir hauen das Ding rein, egal wie. So wie am Sonntag. Und von daher ist doch alles gut. Die Fans sind ja auch glücklich, wenn einer hingeht und haut das Ding rein. Ist ja egal, wer das Tor schießt. Hauptsache, das Ergebnis stimmt zum Schluss. Ist erstmal völlig egal, genau. Ich stelle mir gerade vor, der Toni Modest, du stehst halt gerade da, sagt dann zu dir, weißt du was, heute schießt du mal. Würdest du schießen? Wenn er das sagen würde? Ja. Ja klar würde ich schießen, warum nicht? Ich habe da keine Angst vom Elfmeterschießen. Ich tue die Verantwortung gerne übernehmen. Klar kann es auch mal schief gehen, mit dem musst du rechnen, aber dann wirst du da einfach keine Gedanken nehmen, musst das Ding hinlegen, musst da so wie im Training, wenn wir als üben oder ein bisschen Spaß machen, haust das Ding rein und dann hat sich die Sache erledigt. Okay. Eine Option mehr. Ich würde gerne, bevor wir gleich, machen wir natürlich noch eine Tipprunde, würde ich gerne mal wissen, Jonas, da komme ich jetzt auch mal zu dir, weil die Bundesliga, der 1. FC Köln ist natürlich hier unser absolutes Hauptthema, klar. Aber jetzt haben wir ja den Bundesliga-Start ja allgemein. Und ich meine, es war eines der spektakulärsten Spiele, es waren aber viele spektakuläre. Wie hast du den Bundesliga-Start gesehen und was nimmst du so mit von diesem, Knallstart, wie manche sagen? Ja, also ich...
Ich freue mich dieses Jahr ganz besonders auf die Saison, zum einen wegen des FCs, weil ich natürlich guter Dinge bin. Dann aber auch, ich glaube, es könnte an der Spitze etwas enger zugehen. Ne? Die Hoffnung habe ich. Also Bayern mit Pep, wer weiß, wie viel Unruhe da noch reinkommt, ob die wirklich da einsam ihre Kreise ziehen. Normal müssten sie Deutscher Meister werden. Aber dahinter hast du eine Reihe von Teams, die da, wenn die richtig gut spielen, auch mal einen Lauf haben können. Ich sag mal, Wolfsburg, Dortmund scheint wieder stark zu sein. Wie habe ich vergessen? Ja, gut, Leverkusen musste eventuell auch auf dem Schirm haben. Okay. Haben wir abgehandelt. Ja. Gladbach hat jetzt in Dortmund natürlich nicht wirklich gut gespielt, haben letztes Jahr aber auch ein tolles Jahr gespielt, muss man auch so sagen. Dann hat man eventuell Schalke wieder mit neuem Trainer frischer stark. Also die Spitze ist schon etwas größer geworden, wie ich finde. Unten waren sie alle sicher. Ingolstadt, Darmstadt, die werden auf jeden Fall Nummer 17, 18 sein. Da kann man nach dem ersten Spieltag noch keine totalen Rückschlüsse draus ziehen, aber auch die punkten anscheinend, und zwar nicht so schlecht. Also auch das wird kein Selbstgänger sein. Kann sich der HSV noch nicht sicher sein, den 16. Platz retten zu können. Und ich glaube, dass das verspricht, wirklich eine sehr, sehr interessante Saison zu werden. Das wäre mal eine interessante Sache, Dominik. Es gibt ja unheimlich viele FC-Fans, also die sich auch ein bisschen mit Darmstadt mitgefreut haben, weil das so ein bisschen die Fußballromantik repräsentiert, die wir ja gerne ja auch ein bisschen hochleben lassen. Waren halt wirklich tolle Zeiten früher. Gerade der FC war auch sehr erfolgreich in dem Zeitraum, 70er, 80er Jahre. Jetzt ist Darmstadt, wie gesagt, oben mit einer Kabine, die man als, wahrscheinlich als solche nicht bezeichnen würde, als Profi auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Freust du dich trotzdem, da hinzufahren in dieses fast schon marode Teil? Oder ist das so, ist mir eigentlich egal, ich fahre da hin und Hauptsache wir haben die Punkte? Er kennt's ja. Ich war ja letztes Jahr schon dort, ich habe die Kabine auch kennengelernt. Das ist jetzt wirklich kein Luxus. Also das ist schon, ich glaube, da haben manche Dorfmannschaften bessere Kabinen, also wirklich. Aber ja, bis eine halbe Stunde da drin ziehst du dich um. Und das Grüne draußen ist das gleiche wie auf jedem anderen Platz. Also von daher fand ich finde es nicht schlecht, dass die hochgekommen sind. Das ist wieder ein bisschen mehr Tradition in der Bundesliga. Natürlich hätte ich mich natürlich auch gefreut, da, wenn man das noch so sagen darf, dass denke, wenn man jetzt so Kaiserslautern einen Verein nimmt, wäre es natürlich auch nicht schlecht für die Bundesliga, wenn wieder mit so einer Tradition wieder ein Verein dabei wäre. Ich denke, es waren noch immer gute Spiele, wo ja Kölner bei uns war, also wir da waren. Naja. Ich denke, das waren einfach wieder zwei gute Vereine. Das wäre auch wieder ein geiles Spiel. Aber ja, so ist halt der Fußball. Man sieht, wie das ist. Mit Darmstadt hat letztes Jahr keiner gerechnet. Jetzt sind sie da. Jetzt haben sie wirklich einen guten Start gemacht, was ich nicht gedacht hätte, wirklich. Holen da schon einen Punkt am Anfang. Und die Ingolstadter gewinnen sogar. Von daher, ich sehe das auch so. Ich denke, du kannst die Saison nichts sagen. Das wird spannend bis zum Schluss, sage ich auch wieder. Ich denke, dieses Jahr ist wirklich richtig viel Qualität in der Bundesliga. Ja, einen logischen Meisterschaftskandidaten gibt es immer, aber einen logischen Abstiegskandidaten halt in dem Fall eigentlich nicht. Ne? Also klar, man nennt die beiden immer wieder, aber das wird man natürlich, wird sich dann zeigen. Ja, Hamburg wird immer wieder genannt, aber ja, also von daher hoffen wir mal, dass da in der Hinsicht die Spannung auch länger erhalten bleibt. Also vor allen Dingen mal oben, das wäre, glaube ich, täte der Liga mal ganz gut, wenn es oben mal länger spannend bleibt. Letztes Jahr war das spannende Abstiegskampf. Also ich meine, klar. Sagen alle, die zweite Hälfte war viel interessanter als die obere. Wenn der FC in der oberen ist, kann meinetwegen jetzt auch wieder die andere interessanter werden. Am Ende, ich müsste schon komisch zugehen, wenn nicht doch Ingolstadt und Darmstadt unter den letzten dreien sind. Aber ich hoffe, sie können es lange spannend zumindest halten. Und vielleicht sind sie auch für eine Überraschung gut. Also gemessen an den Möglichkeiten muss man natürlich sagen, sind die beiden werden logische Teams in dem unteren Drittel. Aber wer weiß. Also die ersten beiden, der erste Spieltag hat schon... Hat mich überrascht. Ja, also wir werden das mit großer Spannung weiter verfolgen. Macht ja auch Spaß, mal auf die anderen zu gucken. Ist auch immer schön, wenn der einen Verein verliert, den man vielleicht nicht ganz so oben auf dem Zettel hat. Und du hast ja, glaube ich, Spaß gehabt, auch den Julius Brink wegen des Tabellenstands schon ein bisschen zu zwiebeln, oder? Ja, das man muss sich zurücknehmen. Man darf jetzt nicht alles verschießen, das Pulver nach dem ersten Spieltag. Das kann noch eine ganz andere Wendung nehmen, aber mal gucken. Wenn es jetzt so zwei, drei Spieltage so bleibt, dann kann man anfangen. Jetzt habe ich eben schon ganz am Anfang über Rio gesprochen und er ist ja wirklich ein Kandidat. Also wir haben eben schon gesprochen, du bist nächstes Jahr auch für Rio noch spielberechtigt. Olympia mit dir, das könnte ein Thema werden. Ja, es sind ja noch mehr aus unserer Mannschaft. Timo ist noch spielberechtigt, Leo ist noch dabei. Muss man jetzt mal gucken, wie die DFL da mit eingeht wegen dem Spielplan. Weil wir würden dann schon, glaube ich, wenn der Spielplan aktuell so bleibt oder wie es vorgesehen ist, glaube ich, schon drei, vier Spiele verpassen von der Bundesliga. Ich weiß nicht, wie der Verein das sieht oder wie das geregelt wird. Ich hoffe, dass man da eine gute Einigung bekommt, dass man vielleicht einen Bundesliga-Start vielleicht drei Wochen nach hinten verschiebt oder so, wenn da was möglich ist. Weil ich denke, Deutschland sollte schon mit den Leuten hier
hinfahren, wo es erstens einmal erreicht haben, das Ziel, finde ich. Das hat der Trainer auch schon zu uns gesagt, der Nationaltrainer, dass die dabei sind. Auf jeden Fall die, wo das auch gepackt haben bei der Europameisterschaft. Und von daher sollten dann auch alle mit einem klaren Kopf dahin fahren und sich dann keine Gedanken machen, ja, was passiert, wenn ich zurückkomme und dann habe ich ja das und das verpasst. Ich denke, da wird der DFB mit der DFL eine gute Lösung finden. Ich hätte jetzt echt so einen richtig schönen Traum, wenn wir uns nächstes Jahr alle wiedersehen und ihr beide eure Goldmedaillen mitbringt. Das wäre doch was, oder? Dann bin ich reich beim Thema. Ich würde gerne mit dir nochmal, du hast deine Karriere ja beenden müssen. Deine sportliche Karriere aus gesundheitlichen Gründen. Die Frage Nummer eins ist, du kannst aber trotzdem Sport treiben, du siehst sehr sportlich aus. Also das ist jetzt kein Thema, obwohl der Rücken ein bisschen... Nee, ich habe genau deswegen auch meine Profikarriere beendet, gerade weil ich noch ein paar Jahre auch gerne überhaupt sportlich aktiv sein möchte. Ich spiele jetzt sehr gerne Fußball oder Footvolley. Da muss man auch halbwegs fit sein, um es hobbymäßig noch machen zu können. Und das war mein Ziel. Ich habe zwei Söhne, zwei kleine Söhne, mit denen möchte ich noch ein paar Jahre Sport machen. Und da habe ich dann abgewogen und gesagt, macht es jetzt mehr Sinn, noch die... Und ich bin dann 4 Jahre bis Rio gewesen, weil Rio, Copacabana, Beachvolleyball, das wäre ein Riesending gewesen, den Olympiatitel möglicherweise zu wiederholen oder zumindest darum zu kämpfen, den zu wiederholen. Noch deutlich länger in der Lage zu sein, sportlich aktiv zu sein. Und das war es mir am Ende nicht wert. Es wäre auch fraglich gewesen, ob ich überhaupt die 4 Jahre auf höchstem Niveau, und man muss wirklich bei 100% sein, Dominik weiß das, wenn man da wirklich als Vollprofi mit den Besten mithalten möchte, dann reichen 90% nicht. Und das hätte ich nur zulasten meiner Gesundheit machen können. Und das war es mir dann nicht wert. Deswegen fiel mir die Entscheidung auch nicht sonderlich schwer. So gerne ich den Sport gemacht habe und genieße jetzt auch eben Sportarten auszuüben, Skifahren, Fußballspielen, Mountainbiken, die ich jahrelang während der aktiven Zeit nicht machen konnte. Aber du bist nach wie vor in dem Sport sozusagen in dem Metier auch tätig, also beruflich? Ja, ich bin für Sky als Beachvolleyball-Experte dabei, Experte und Co-Kommentator. Ach, haben wir heute doch einen Sky-Experten hier. Ja. Fehlt der eine, ist der andere da. Ja. Nee, natürlich, der Sport liegt mir am Herzen und ich habe gehofft, oder dass ich eine Möglichkeit finde, auch... Hört sich so pathetisch an, aber dem Sport was zurückzugeben. Und die deutsche Tour ist nun mal da, wo ich auch herkomme. Wir haben da jahrelang früher gespielt und waren natürlich nicht gleich Olympiasieger oder Weltmeister. Und das ist schön, erstens dabei zu sein, für mich weiter in die Nähe zu haben, weil das nun mal mein Sport ist. Aber auch die deutschen Teams zu begleiten, den Nachwuchs zu begleiten und zu gucken und an der anderen Stelle auch mal einen Tipp zu geben und mich dazu engagieren. Ich bin auch beim Verband in so einer Art Beratungsteam tätig. Das ist mir schon wichtig, dafür zu sorgen, dass da auch ich mein Know-how über die Jahre, das Erworbene, da auch wieder einbringe. So, ich denke, wir haben noch was Wichtiges zu klären. Olympia übrigens, ganz kurz. Ja. Ich fände es super wichtig und toll für die Jungs, wenn da wirklich, was Dominik angesprochen hat, da ein Entgegenkommen gebracht wird. Das ist eine Erfahrung, auch für einen Fußballer, ja. Auch wenn eine WM natürlich im Fußball eine größere Bedeutung hat. Aber die Erfahrung, die man bei Olympia macht, die ist unfassbar. Für einen Sportler, aber auch für einen Menschen. Das ist nun mal bei Olympia nur möglich, dort mit den ganzen anderen Sportarten und aus anderen Ländern zusammenzukommen. Das ist ein unfassbares Erlebnis. Das hätte ich auch gesagt, wenn ich nicht Gold geholt hätte. Auch in Athen war ich, wo ich nicht erfolgreich war und habe das mitgenommen. Und Neymar, Messi haben beide olympische Medaillen geholt. Also vielleicht fehlt auch eine olympische Medaille, um ganz, 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 ganz großer zu werden. Ich hoffe da wirklich auf das Entgegenkommen, dass die Jungs dorthin können. Ja, wir würden uns alle freuen. Also wir würden natürlich auch die Daumen drücken. Klar, generell allen Spielern, egal von welchem Verein, war das wäre eine schöne Sache, wenn Olympia klappen würde. Olympia ist allerdings jetzt noch ein bisschen weg, aber Wolfsburg ist nah. Und ich habe euch versprochen, ihr müsst noch einen Tipp abgeben. Wir sind ja heute hier im Studio Dumont bei unserem Gastgeber, hier im Dumont-Carré. Und wir wollen natürlich auch, ich sage es jetzt einfach mal, ein Fässchen spendieren, 5-Liter-Fässchen, falls ihr genau richtig liegt. Tippst du selbst gegen Wolfsburg oder traust dich das nicht? Nach dem Motto, Sportler tippen nicht. Nee, Sportler tippen nicht. Ich halte mich da zurück. Also Tendenz, kann man vielleicht sagen. Habe ich ja vorhin gesagt. Wir holen das Ding. Okay, reicht mir. Ich habe gesagt, du darfst. Ich bekenne Farbe. Nett verlieren und das Recht ist alles gut. Mit verlieren, okay. Ja. Du sagst? 1-1, 76. Minute, Kopfballtor, Dominik Heinz. Ja, nehmen wir. Voll in Ordnung. Super Sache, damit gehen wir natürlich dann sozusagen in den Spieltag hinein, hoffen, dass es so kommt. Wir nehmen aber auch ein 3-0, kein Problem. Also, in diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich bei Dominik Heinz, danke. Bei Jonas Reckermann, bei allen hier im Studio Dumont, im Dumont-Carré. Und wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder, wenn es wieder heißt FC-Stammtisch. Malet gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Danke.